Jo, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Schauen wir mal Resident Evil 4, das Remake in unserem Fall für die PS4. Er kann es auch nicht mehr hören, ich weiß es. Mara ist auch wieder am Start und wir sind bei Teil 8 angelangt. Jo, schauen wir mal, ob es heute ohne, also Rage Quit habe ich eh noch nicht gemacht, aber ohne Nervenzusammenbruch geht. Folge 6 und Folge 7 war ja teilweise eine Achterbahnfahrt der Gefühle meinerseits, also weil dauernd irgendwelche Situationen waren, die mir tierisch auf Nockerl gegangen sind und wo man immer Arealkämpfe hat und 100.000 Viecher kommen und was weiß ich was alles. Aber was ist jetzt im Endeffekt wirklich in der vorigen Folge großartig weitergegangen, geschichtsmäßig? Wir haben in Louis getroffen, eben in dem Haus, wo wir uns so lange verteidigen haben müssen, haben es dann irgendwann einmal zusammengebracht. Dann sind wir geflohen von dem Haus, dann hat er uns erzählt, dass die Ashley genauso wie wir eigentlich infiziert worden sind mit der Plage. La Plaga. Das, was die Dorfbewohner ja auch alle bekommen haben, damit sie nicht dem Wahnsinn verfallen. Aber wir sind kurz davor. Gibt angeblich aber auch eine Operation oder eine Heilung gegen das Ganze, weil der Louis hat gezeigt, dass er auch eine Narbe hat und auch einmal dem Ganzen anheilgefallen ist. Theoretisch weiß ich nicht, ob wir sicher sind oder noch immer vermuten. Hast du ja gesagt, dass er das kleine Kind ist, wo der Großvater... Ich vermute es, ja. Dass der das ist, wo wir die Eintragungen gefunden haben im Tagebuch. Dann sind wir mit ihr herumgegangen. Wir haben sie mehrfach in einen Umkleideschrank gezwängt und sind angegriffen worden, obwohl ich die Folge nicht so genannt habe, aber halt eben von den Hornbach-Sisters, weil den Herrn Hornbach haben wir ja schon kennengelernt. Ja, die gehören zum Hornbach, weil das Obi-Hörnchen ist ein Obermotz, den kann man nicht zerstören, weil der frisst alles, deswegen lebt er ja auch im Baumarkt, wie ich dank Werner 4, glaube ich, war das kennen, diese Info bekommen habe. Ja, und im Endeffekt haben wir hier jetzt geendet. Die Ada Wong haben wir noch kurz gesehen. Ja. Die Ada Wong haben wir noch kurz genau, gesehen. Genau, ja, richtig, weil die will irgendeinen Bernstein haben vom Louis. Und jetzt halt eben es ist schon wieder ein Tag später halt eben, wir haben gerade geladet, was ich gemacht habe, weil das hatte ich sowieso vor, war, ich habe mir die andere Schrotflinte, habe ich mir schon einmal gekauft. Die Schrotflinte werden wir jetzt mitnehmen, werde ich schauen, dass ich im Verlauf halt eben, wenn ich es gebrauchen sollte, dass ich es nicht mehr nachlade, dass wir switchen können auf die andere. Mir geht es einfach nur darum, ich möchte jede Kugel ausnutzen, die wir da haben, weil die kriegen wir nicht mehr zurück, du kannst es ja nicht entladen, die Waffe. Leider. Und was ich auch noch gemacht habe, war, ich habe mit diese Palas-Splitter oder wie auch immer die heißen, ich sehe das nicht, weil das Kamerabild drüber ist, halt eben diese Splitter, mit denen man tauschen kann. Beim Händler habe ich jetzt einmal diese eine Maske mit den drei Edelsteinen einsetzen, habe ich mal gekauft noch oder getauscht, weil die nur zwei Dinger kostet. Und da haben wir drei verschiedene Edelsteine reingekauft und haben jetzt fast 25.000 Peseten noch dazu bekommen. Einfach nur für später, wenn man das Ganze dann... Weil wir reich sterben wollen. Ja, genau. Nein, aber wenn man dann die Schrotfinde switchen dann und die alte Schrotfinde verkaufen, dann mal die neue aufmotzen und da kommen wir nicht mehr hin. Da liegen die restlichen Piseten. Mit denen könnte man wahrscheinlich das Spiel schaffen, aber nein, kommen wir nicht mehr hin. Gut, okay. Und mit Schrecken und Schmerzen geht es jetzt weiter. Genau, der Heli kann uns nicht abholen, hat es geheißen. Weil das Wetter nicht gut genug war. Deswegen haben wir gesagt, suchen wir uns jetzt eine andere Möglichkeit, uns halt zu verstecken oder sonst was und müssen darauf warten, dass wir abgeholt werden können. Sicher wieder Mechaniker geraucht oder irgendwie sowas. Die Verteidigung verstärken. Ja, und ich entschuldige mich gleich, ich weiß auch nicht, aber halt eben seit gestern ist wieder der Husten bei mir gekommen. Den werde ich nicht los und halt, ja. Also ich bin noch immer ein wenig ein G-Virus, habe ich immer noch in mir drinnen. Also nur dies zu entschuldigen, falls ich mir da irgendwie arschbeib. Dies ist ein direkter Befehl von Lord Settler. Rüstet das Gebiet ab. Wirklich, rüstet das Gebiet ab hier zu einer Defensivstellung, um Eindringlinge frühzeitig abzuwehren. Für den gerechten Glauben bin ich gewillt, jedes Opfer zu bringen. Er wird sich dazu zwingen, nehme ich mal an. Meine frommen Gläubigen, baut mir eine unbezwingliche Festung und stellt sicher, dass jeder Heide, der dumm genug ist, einen Fuß darin zu setzen, für seine Sünden mit Blut bezahlt.
Peasant. Peasant. Hello, Peasant. Also eigentlich müsste jetzt eine Bärenfalle gleich stehen, wo ich reinstecke. Verschreiß nicht. Da waren wir doch schon. Ja, ja, da, wir sind extra zurückgelaufen, weil du... Ach so, Alter, ja genau, was, danke. Schrotflintenmunition holen ich wolltest. Ich denke mir nur, was, schon wieder? Aber irgendwo eine gibt es noch. Ja, da ist die eine Bärenfalle. Ich glaube, es gibt mehr als eine sogar. Nein, die restlichen habe ich alle schon ausgelöst. Oder sie sogar, weil sie ist ja auch schon mal reingekupft. Das würde darauf deuten, dass der Leon und sie verwandt sind, vielleicht sogar. Das Auge vom Mordor wieder da oben. Und sie haben beide eine Aversion gegen Regen, also sind sie schon sehr ähnlich. Ja. Da könnte es noch sein, dass da irgendwo eine liegt, aber ich glaube nicht. Ich glaube, da warst du ziemlich gründlich beim letzten Mal. Die liegt immer noch da. Können wir nicht die da hin? Mhm. Da hattest du ja das eingesetzt, die Kurbel, genau, Kurbel. Ja. Ja, und da sind wir lange gegangen und da ist nichts passiert, ne? Ist nicht da? Da sind wir, glaube ich, noch nicht lang gegangen, oder? Mal schauen, ob da irgendwas angezeigt wird. Aber ich glaube, hier bräuchte man, glaube ich, eine neue Karte, wenn es um Schätze gibt. Aber es gibt ja keine. Wenn, dann kriegen wir sie erst. Damit wir wieder Backtracking machen können. Natürlich. Ah, gelbe Kisten und Tonnen. Fasseln. Da noch einmal. Rohstoff. Oh, und Pesseten. Fangt schon an. Nachmacher. Sorry. Schießpulver haben wir auch gekriegt. Ich höre nichts. Also kein Ding. Also mir wäre jetzt nichts aufgefallen auf dem Weg jetzt auch. Ich höre immer extra, ob ich Bubbleheads höre oder so. Blendgranate. Ja, und dir ist ja wirklich aufgefallen von wegen, dass den Tipp, was wir vom Händler gekriegt haben, das ging die, wenn einer mutiert, Blendgranate und den zerreißt oder halt eben der stirbt. Jetzt kriegen wir endlich wieder mal Flintenmunition regulär. Kann man das eigentlich mit gutes Messer. Also, Hut ab. Das hat nicht mal das Rambo-Messer zusammengebracht, früher. Wow. Schießpulver. Wir könnten Schädel. Sogar wieder. Da dürften Schädelforscher unterwegs sein, vielleicht. Ja. Ich versuche mir auch zu hören, entweder halt eben so ein Bubblehead wie das Napoleon-Stadt. Daran habe ich gar nicht gedacht. Da hast du ja erzählt. Ja, ja, nein, aber da habe ich auch schon länger nichts mehr gesehen gehabt von denen. Nee, aber auch, weißt du, diese Schätze, die hängen in den Laternen halt eben noch. Aber die machen auch ein eigenes Geräusch, oder? Naja, quietschen halt eben so leicht. Okay, komm. Okay. Rasputin! Seriously? Lauf! Deine Seele muss gereinigt werden. Ich denke, da kommt man nicht mehr Druck. Komm, Kind. Ashley, lauf! Lauf! Na, lauf! Ich glaube, wir müssen beide laufen. Frage stellt sich nur, wohin? Leon! Ignorier sie einfach! Ja, genau, ignorieren. Hey, da! Noch mehr? Ashley! Alles okay? Okay. Ah, der auch noch. Okay, das wird nichts. Das wird nichts. Okay, das war so vorgesehen, oder was? Nein, Mission gescheitert.
Ich würde es nochmal probieren. Ich glaube, das Spiel will, dass du von Haus aus läufst, also dass du ihm gar nicht großartig niederlegen kannst. Ja. Ja, trotzdem wäre es nicht schlecht, wenn man ihn kurz einmal aufhalten. Nein, nein, das ist auf jeden Fall. Also wie du am Anfang das mit dem Sprengsatz, dann tut er ja kurz und dann kannst du laufen. Aber Backtracking wird dann wohl nicht mehr gehen, nachdem er die Tür so zugetan hat. Also das speichert er nicht. Ja, toll, aber dann müssen wir wieder mit derer irgendwas machen, weil viel mehr geht eh nicht. Ah, Scheiben, das war jetzt blöd. Okay, das... Leon! Ignorier sie einfach! Leon, pass auf! Ashley! Deppert ist das, ich muss ihr aufhelfen. Du hast ihm den Hut runtergeschossen. Ja, aber mehr nicht. Gut, am Anfang, das war meine Schuld, das, da habe ich einen Blödsinn aufgeführt. Weil ich hab mal erhofft, ich kann nochmal nachladen, nur das Nachladen mit den Sprengsätzen, ja. Du musst gehen also, ja. Und nicht rennen. Nein, mein Ding ist, ob es vielleicht eben in dem Fall wirklich gescheit ist. Ich meine, bei dem einen Fass, das finde ich gut, dass man die sprengen kann und dass man dann einfach eine Blendgranate hin hat, wenn es wieder mehrere vor dir hast und dann durchrennst. Wäre eine Möglichkeit. Ja. Aber ist wieder so eine typische Sache, wo es... Das ist ziemlich nervig, muss ich ehrlich sagen. Speziell, weil sie ständig irgendwie... Ja, aber wenn es nur ist, dass ich durchkomme, das geht sich irgendwie aus. Okay. Aber halt eben mit ihr ist... Ja. Okay. Was, da war was? Hier lang! Nicht handlungsfähig. Alter! Wie ist das jetzt gegangen? Die war gerade noch hinter dir. Aber irgendwas war bei dem Wagen. Irgendwas war bei dem Wagen, wie ich vorbeigerannt bin, ist vorhin kurzer Zeichen gewesen. Ich glaube, den kannst du runterschicken? Irgendwie sowas, ja. Okay, cool. Er ist aber ein interessanter Bösewicht, muss ich sagen, der Rasputin. Er ist unzerstörbar. Nein, ich meine von der Gestaltung. Ja, nein, er erinnert an Mr. X, das ist eh klar. Ra-ra, Rasputin, Lava auf der Raschenbühne. Ra-ra-ra-ra-ra. Bonnie M. Okay. Kennst du nicht? Ich habe sicher mal gehört, aber... Okay. Ich habe das vor einiger Zeit gehört und das ist ein Ohrwurm, den kriege ich nicht mehr weg. Ignoriere sie einfach! Heute geht man immer sowas von auf die Eier. Okay, da ist nichts. Doch nichts. Laufen. Weil ich müsste jetzt extra warten. Ja, natürlich. Ich steck fest. Okay, wir müssen weg. Nicht im Ernst. Ich hab's. Dann lauf. Super, das heißt, die ganzen Sachen, die wir jetzt am Weg nicht bekommen haben, kriegen wir auch nicht mehr.
Wahrscheinlich, ja. Zu essen noch drinnen. Ja, nicht nachladen. Naja, wer weiß, vielleicht kommen wir da doch noch hin. Weil eben er geht jetzt da auch da irgendwo rüber, ne, über die Brücke oder. Hör zu, er ist hinter dir her. Wenn er nochmal aufkreuzt, lauf! Was ist mit dir? Ich mach meinen Job. Schon wieder der Händler. Mein Boss war schon da. No. Pazar. Pazar. Also kein Bazar. Oder es gibt keinen Bazar. Was das ist. So, was haben wir denn sonst noch? Das ist Munition. Gut, also zur Not die zwei Kugeln kann man vielleicht auch noch opfern. Warum tust du dir nicht was Gutes? Zehn, wir haben genau 12 mit dem da. Genau 12. Wir haben noch zwei Sprengsätze, 5 von denen. Wie gesagt, mit 12 könnten wir einmal Schrotflintenmunition wiederherstellen. Ist auch wahrscheinlich am gescheitersten. Ja, ist am gescheitersten. Jetzt haben wir wieder nur 6 gekriegt, gell? Ja, die ganze Zeit vorher war immer plus 2. Ja. Ja gut, dann verkaufen wir es einmal. Willkommen! Oh, was kann ich dir Gutes tun? Im Grab wir haben viel mehr dafür zahlt. Viel mehr. 6000 Ding kannst du aus dem Ding verkaufen, Nagel? Kannst du nur die verkaufen, was du in der Tasche also hast? Also aus der Kiste meinst du, weil das sind ja diese Schreibmaschinen-Symbole. Ah, da ist, okay. Na dann, was kann ich für dich tun? Ah, können wir nein, Türen können wir es nicht, weil es nicht im Ding drin ist. Willkommen! Eine Waffe den eigenen Bedürfnissen anzupassen. Boah, probier mal, wie sich das anfühlt. Jemand wie du sollte den Unterschied sofort. Langsam verstehen wir deinen Geschmack, Fremder. Probier mal, ob's passt. Ich glaube, das passt jetzt so. Ansonsten würde ich sagen, wir sparen wieder. Wenn du auch nur den Haupt ein bisschen Geld auf der Seite haben. Das passt schon. Wieder. So, jetzt muss ich noch auf die Schnelltasten legen. Ist drauf. Die ist auf einmal drin. Wir haben einmal ein Heilspray, einmal. Ah, da haben wir noch Ding auch. Sehr gut. Na, zum Heilen. Wie nichts verschreien, aber hast du Zeit. Jetzt mal genug. Gut, ja. Vorsichtig! Was sagst du uns jetzt? Gelbe Kisten. Was Grünes. Was Grünes, was Rotes. Okay, da können wir runter. Okay, da ist eine rote. Beende deinen zwecklosen Kampf. Überlasse deinen Körper dem Willen unseres Gottes. Was? Beschissener Missionar. Weißt du das? Oh, Allmächtiger.
Gib mir die Kraft. Ich würde das Amulett wegschießen wollen. Zu zerquetschen. Leck mich doch. Ashley, weg! Okay. Hasta luego. Und ist er jetzt der Tyrant? So ähnlich. Ich danke dir für deine Gabe. Du willst spielen? Ich. Dann spielen wir. Siehe das. Ach Gott, da war nicht einmal ein Ding drinnen. Abgedrückt. Ich hab lustig ausgeschaut. What the fuck? Ein Auge! Jetzt ist er der Scorpion King! Mit deiner Stepptanzkarriere. Da brennt alles mit den guten Sachen. Ich wäre wirklich interessiert, was da herumliegt. Ohne Scheiß, der ist mir wurscht gerade. Ich meine, ich werde da sterben, aber die schönen Sachen. So gut tut mir das Feuer nichts. Springen. Lauf! Nein! Mach was! Leon, mach was! Bitte mach was! Passt er nicht einmal zu irgendwas? Ja, wir wissen, du brennst, das passt schon. Okay, gut, jetzt können wir kämpfen, von mir aus. Hey, pass mit diesen Dingern gefälligst auf! Ja, toll, jetzt muss er nachladen daher. Au. Ja, okay, ich bin zu langsam für dieses Ausweichen, was man dir da an der. Ach, sind noch genug Sachen da. Zum Heilen. Ich meine, ich könnte auch mal was anderes nehmen, nur das Bolzen-Ding geht mir schon wirklich auf die Nerven. Ich finde das eh super. Also, naja, lass mich. Ja, das macht er, glaube ich, dauernd, aber jetzt brenne ich schon die ganzen. Ach, da hinten. Gilt das nicht die ganze Zeit? Oder? Oh ja, das wusste ich nicht. Geht er zum Werwolf? Ein Auge! Der hat ein Auge auf mich geworfen. Nicht die gute Scheibe! Super, lass noch mehr Sauerstoff rein. Leon! Schnell! Hier stürzt gleich alles ein! Hat er was dabei? Ein Auge. Bestell deinen Gott schöne Grüße. Naja, den Rest habe ich eh, weil ich mich da am Treffen ablasse. Ah, shit, das habe ich wieder nicht geschaut, wo wir angefangen haben. Gern geschehen. Danke. Sie werden das Feuer sicher bald bemerken. Lass uns weiter. Bei all dem, was da im Dorf schon passiert ist. Du kannst dich doch nicht in eine von denen verwandeln, oder? Nein, dafür sorge ich. Versprochen. Ja, es tut mir leid. Hast du es hier am Anfang gesagt? Wir wissen, was los ist. So.
rauf oder runter. Das war die andere Seite. Da liegen so viele Sachen. Ja, da liegen einige Sachen. Die zwar nicht mehr angezeigt, doch werden noch angezeigt. Kommen wir da wieder zurück? Nein, keine Chance. Warte ganz kurz, Trigger. Das wäre auch ein perfekter Punkt, um hier irgendwo ein Ding hinzugeben. Was ist so ein Napoleon? Weil du hörst das nicht gescheit. Durchs Feuer. Das wäre aber gemein. Aber ich höre wirklich nur brutzeln. Da habe ich jetzt so ein wie von dieser Lampe. Ich habe am Anfang geglaubt, hey, das könnte jetzt doch ein Napoleon sein, aber... Das war eine nette Burg. Der Händler war wieder vor mir da. Kann man nicht mit dem Händler mitreisen? Ja. Müssen wir immer den Weg alleine gehen? Das Spiel sorgt jetzt schon sehr dafür, dass du vorangetrieben wirst und nicht mehr zurück kannst. Also ständig wird alles hinter uns verschlossen. Wenigstens kann uns so keiner folgen. Nee. Na komm. Schaut nach einem österreichischen nach einem spanischen. Hab ich mir auch gerade gedacht. Zuerst oben links die Fahne, ganz kurz, aber ich glaube türkische Fahne, aber war sie ja nichts. Nein, müsste Spanisch sein, aber kann ja auch sein, daran habe ich noch gar nicht nachgedacht. Das ist ja, Spanien und Österreich waren ja lange Zeit miteinander durch Habsburger verbunden, das mit dem zusammenhängt. Müsste man mal beim Sheldon nachschauen, ob er in der Fahnenlehre. Ja. Fun with flags. Genau, fun with flags. Luis hier, seid ihr noch da? Ich bin daheim, aber Ashley bestand auf einem Abstecher zur Burg. Perfekt, ich habe nämlich ein Geschenk für euch. Medizin, die das Fortschreiten eures Problems verzögert. Wo sollen wir hin? Mal sehen. Kommt zum Burghof, weiter drinnen. Wir treffen uns dort. Ciao. Ciao. Ciao, ragazzi. Okay, Ashley. Das ist Italienisch. Luis. Vierteljahresbericht, Auszug, Teamwirkung und Nutzen spezieller Medikamente auf die Plaga während der frühen Entwicklungsphasen. Ort, Trakt 1, Besprechungszimmer, Vortragender, leitende Forscherin, Annabel, Anal Garcia irgendwas, Fragesteller, Forscher, Reinchen. Soweit der Bericht, irgendwelche Fragen, also dieser Entwicklungshemmer kann praktisch verhindern, dass ein Wirt sich in ein Monster verwandelt. Monster ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ja, man kann sagen, dass ein Wirt, Herr Wirt, da liegt er nah und stirbt und blüht, nach einer Infektion mit dem Parasiten einen Teil seiner menschlichen Eigenschaften einbüßt. Zu den ersten Symptomen gehören Unterleibsschmerzen und Bluthusten, gefolgt von Schwindel und sogar dem Verlust des Bewusstseins. Sobald der Parasit sein volles Entwicklungsstadium erreicht hat, übernimmt er die Kontrolle. Mit anderen Worten, der Wirt wird zu einer Marionette. Der Entwicklungshemmer, den wir entwickelt haben, kann das Wachstum dieses Parasiten bremsen. Er verzögert also nur das Unvermeidliche, richtig? Quasi wie das allerletzte Bier, bevor man den Nachhauseweg antritt. Ha 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 ha. Okay. Wenn Sie es so formulieren wollen, ja.
Aber früher oder später schließt die Bar. Der Entwicklungshemmer kann den Wirt nicht den Parasiten befreien. Ich sag, dass wir... Schon klar. Wir sollten wohl besser los. Krähen? Gut, ich nehme mal an, da ist wieder der... da können wir gar nicht hin, aber da ist wieder der Händler. Ja, schon wieder die Lampe da ist. Alles offen, nichts drin. Was ist da drin? Was? Was ist da drin? Oh, danke. Bitte. Alter Kompass. Sehr schön, haben wir auch schon gehabt. Kann man gut gebrauchen. Kann man gut verkaufen. Da habe ich schon am Anfang einmal gekriegt. Da habe ich zuerst nicht reingeschaut. Okay, da ist nichts. Ist das? Ist auch nichts. Kisten, lauter Kisten, aber nichts drin. Da ist auch nichts. Na dann gehen wir zu Erm. Da ist auch nichts. Da ist was Neues reingekommen. Das könnte dich interessieren. Ja, ich kann mir schon vorstellen, was. Das Maschinengewehr wahrscheinlich. Händler-Tipp, die Pistole für dich. Pistolen gibt es wie Sand am Meer, da kann einem die Wahl der richtigen wohl schon mal schwer fallen. Aber du hast Glück, denn wir haben für dich eine Liste mit den individuellen Eigenschaften vierer besonders empfehlenswerte Exemplare zusammengestellt. Panische, hervorragende Stabilität und Durchschlagskraft, dann nachrüstbar am Laservisier. Red 9, diese Waffe hat mäßig Feuerkraft, tritt aber zurück wie ein Pferd. Behält die Zügel in der Hand, indem du die Schulterstütze anbringst. Blacktail, eine großartige Waffe mit exzellenter Feuerrate, nimmt dank ihrer kompakten Größe nicht viel Platz im Koffer weg. Mathilda, derzeit ausverkauft. Na super, warum ist dann drinnen? Ist für sich vielleicht eher unscheinbar, aber wenn du die zugehörige Schulterstütze montierst, kannst du damit 3 Schüsse in kurzer Abfolge. Okay, das, was wir früher schon gehabt haben. Mathilda. Mathilda. Willkommen. Hab seltene Ware im Angebot, Fremder. Spezial-Upgrade-Ticket. Erhöht die Wahrscheinlichkeit, rotes Kraut zu finden. Ja, das spezielle Upgrade, das sind Tickets. Das ist ja auch das, die kannst du theoretisch online kaufen. Damit wird das Maximum von einer Waffe freigeschalten gleich. Also... wäre für die Magnum vielleicht interessant. Schatzkarte Burg, ich glaube, das ist interessant. Jo, die ist wichtig. Alte Tinne. Tut der Pappnase von Burgherr auch keinen besseren Gefallen, stimmt's? Also das können wir verkaufen, so das ausschaut. Aber ich würde es mir trotzdem nochmal anschauen wollen bei den Dinger halt eben. Blacktail. Das Stingray, die habe ich gemeint. Halbautomatisch. Das ist, was ich derzeit habe. Mit Schnellfahren. Broken Butterfly, eine Magnum. Er hat Rohstoff, Magnum-Munition. Also das werden wir sowieso brauchen. Das haben wir, das ist extra eh für dich aufgehoben. Rohstoff 1 von 3. Also dreimal Dinger. Ja, sicher, die wäre auch cool, aber... Also bei der Pistole würde ich jetzt langsam aber sicher... Meine Blacktail nimmt nicht so viel Platz Investition weg. Nicht bereuen. Ja, eh. Genau, das, ich meine, die nimmt 6 Dinger weg. Wahrscheinlich wird die entweder 5 oder 4 haben. Ja, die 4. Genau, ja, da steht sie. Na, aber das Ding, warte mal. Ein halbautomatisches Gewehr, das Schnellfeuer ermöglicht. Könntet ihr das Leben retten? Ist das jetzt ein MP? Oder eben, weil Magazingröße 10? Nein, das ist ein Ding. Magazingröße 10, das ist ein Scharfschützengewehr. Ein zweites, was halt eben schnell feuern kann. Zielfernrohre können montiert werden, bla bla bla, ja. Okay, ja, also ich würde ehrlich sagen, die Stingray interessiert mich dann weniger. Die Broken Butterfly ist interessant und die Blacktail. Ja, aber also dabei haben wir jetzt eh nicht genug Geld auf der Seite. Weil eben zum Verkaufen, außerdem, das können wir uns noch anschauen, was mit dem Auge auf sich hat. Ja, ich müsste dann sowieso noch ein paar Sachen zusammenstellen überhaupt. Stirb mir da draußen. Sorry. Da, ein sorgfältig gefertigtes Augenpot ist. Lässt sich sicher verkaufen. Ja, aber das kannst du jetzt noch nicht als Ding einsetzen. Also, ist einfach nur so ein Zusatz. Okay, die Schätze kommen erst später.
Gut, wir haben ein Ding. Wir haben sehr viel Pistolenmunition jetzt in letzter Zeit gekriegt. Interessant. Ja, und die ist auch gut ausgestattet. Ja, okay. Geht. Ganz kurz. Gut, den Erste-Hilfe-Spray nehme ich mal sicherheitshalber mit. Ja, den Rest kann ich so bleiben, wie es ist. Gut, irgendwas herstellen. Wir haben 8. Mit 80, was brauchen wir für die Magnum-Munition? Die kleinen brauchst du für die Magnum-Munition. Das ist nett, das ist wirklich nett. Nicht die großen, die wir ja theoretisch kriegen und wo wir ja mehr davon kriegen können. Nein, die kleinen. Und 17. Ja, ah, genau. Ah, 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 ah. Almdudler Limonade. Achso, jetzt auch rezeptfrei. Hada, okay. Ich habe jetzt nicht gespeichert, gell? Nein. Achso, so. Ja, da ist der Ding. Zum Hof kommen wir nur durchs Tor. Den roten Teppich werden die nicht für uns ausrollen. Ach, vielleicht das rote Cape? Kein Cape. Der Herr im Bademantel, der herumschreift. Ha? Glaube er nicht, dass wir Freunde werden. Da oben ist noch was. Katapult. Was ist denn das? Katapult. Sieht nicht nach Deko aus. Keine Dame, die nackt badet oder was? Das ist normalerweise immer der Klassiker, wenn du mit so einem Fernstecher durch die Gegend guckst. Ich meine, ich weiß schon, in der heutigen Zeit, dafür wurde das Internet erfunden, ne, dass wir das nicht mehr machen müssen, aber trotzdem. Ja, okay. Ist aber cool gemacht, die Blut. Ja, nur ich wette, wenn du da jetzt da stehen würdest mit einem Scharfschützengewehr, würdest du nicht einmal die Hälfte davon sehen. Apropos, wäre es vielleicht doch nicht schlecht, wenn ich einmal kurz noch speichere. Geh weg, Geschle! Kannst du mir helfen? Du hast doch so viel in dein Repertoire, komm einfach mit. Und ich möchte noch ganz kurz schauen von vorne den Wagen, ob da irgendwas ist. Nee. Okay. Hat was Geducktes. Gloria! Alles Plaga! Plaga! Mhm. Okay, das ist nix. Ich wollte noch einen Schleichangriff machen. Das sind die anderen Bolzen. Mit der du die Munition die anderen haben kannst. Alles in Ordnung? Ja, alles bestens.
natürlich liegt nichts herum. Ich glaube auch mal. Irgendwie da was? Nein. Auch nicht. Und ich bin meistens viel zu langsam für dieses Ausweichding. Das ist. Ich meine, nicht, dass es nicht auffällt oder was, weil ich werde eh dauernd getroffen, aber trotzdem haben wir gedacht, ich sag's einmal dazu. So, da ist auch nichts. Sonst wird es angezeigt werden. Spiel uns was, Leon. Ich glaube, ich möchte ein Bubble Head, aber dabei sind das diese Ketten, die da runterhängen. Die da, ja. Die machen so ein Geräusch. Links oder rechts? Also, warte mal, war links überhaupt was? Oh, na, zugemacht. Ah, hier nicht mal eine Tür gewesen, ne? Der Klassiker. Hallo. Genau, das ist ja vorbeigegangen. Schön im Offen, wenn dann die mit den Armbrüsten darunter schießen. Zum Beispiel, ja. Murte! Da habe ich jetzt vielleicht das. Hat er gerade gesagt, der Tod? Der Tod! Nein, das ist Maggie. Den hast du aber voll erwischt. Der hätte treffen müssen, ja. Ja. Noch wer? Ja, da oben. Da oben bei Fransen! Ich habe ja genug Munition jetzt von denen. Danke! Na? Ah! So bewegt er sich auch. Bleib stehen! Ja, bleib stehen, du Sau! Entschuldigung, Lucky Luke. Die Indianer. Was ist das da drinnen? Ach, das war die Katapult. Aber was ist da drinnen? Kanone. Ja, ich weiß, die roten Dinger und die schießt man normalerweise mit den. Ich finde es gut, dass sie ihre eigene Burg zerstören, nur um dich aufzuhalten. Katapulte. Das würde mal interessieren, wo, von wo aus die schießen. Ah, da hinten. Die Frage ist, ob du das überhaupt treffen kannst. Mit dem Scharfschützengewehr, ja. Frage ist, ob ich es mit der Pistole soll, weißt du? Also, das ist nämlich schon mehrmals, finde ich, direkt drauf geschossen gehabt und es hätte schon längst nicht aufgehen müssen. Los, komm. Ja. Das ist doch mal ein herzlicher Empfang. Komm ich noch drüben? Da rein.
Da liegen doch Sachen. Okay. Ach Gott. Jetzt schieße ich aber absichtlich hier euch schon daneben. Shit. Was haben wir jetzt hier? Keine Ahnung, aber er hat's bereut. Ich weiß eigentlich gar nicht, hat sie oder er so geschrien? Aha! Wer, wo, wie, was, wann? Da drüben ist das Geschütz, oder? Ja. Also die haben ja auch eine Minimalreichweite, die sollte man jetzt schon geschleicht. Halt's mal. Echt jetzt. Ich sehe schon wieder was. Leon! Ernsthaft? Aber ich hab doch schon dreimal auf den mit der Schrotflinte geschossen. Ich weiß, Blendgranate, haha, aber... Ich weiß nicht, ob die bei der Blendgranate, ob das bei denen auch so wirkt. Wird schon bei denen so wirken, weil die Blendgranate ist teuer genug, aber... Was ist denn das? Da hinten, das Gelbe? Mhm. Das ist so ein Pendel, oder? Das ist wie so eine Abreißbirne da. Abrissbienen. Hm. Mein Ding könnte ich zum Beispiel raufschießen, nur ich weiß nicht, ob ich treffe. Ich glaube, dass es mit dem Katapult erst zerstört werden kann, wenn du dort bist. Was ich meine, dass das. Also normalerweise sollte es so eigentlich mit dem Scharfschützenquer zum Händeln sein. Weil eben dafür stehen die roten Dinger ja dort. Und ich habe es halt eben. Und die sind der hat von rechts geschossen, außerdem. Das ist doch mal ein herzlicher Empfang. Das war knapp. Oh nein, ich hab sie ja erschossen. Notiz an mich selbst, Ashley hält keine Kopfschüsse aus. Okay. Und ich habe noch gedacht, boah, das ist aber knapp jetzt gewesen. So knapp daneben. Also, so knapp an ihr daneben geschossen. Orientierst dich an Speed, die Geisel erschießen? Na, eher an, ach Gott, wird das geheißen? Ich habe den Film nie gesehen, was denn mit der Angelina Jolie, wo es die Kugeln... War das mit der Angelina Jolie? Das war die Angelina Jolie. Ja, ich weiß, was du meinst. Aber nicht ich weiß, Bullet, nicht aber irgendwie so ähnlich. Das, wo die Kugeln bänden können. Ja, ja, ja. Nein, Airbender ist nicht. Airbender ist ja das mit dem Ding. Avatar. Avatar. Nein, Avatar? Nicht Avatar, das ist der Ding, oder? Das ist doch der Shaolin. Der Airbender ist der Shaolin, ja. Airbender ist der Avatar. Ja, aber Avatar ist doch das mit den CGI-Dinger. Nein, Avatar ist auch eine Zeichentrickserie mit Aang. The Last Airbender. Ashley! Nicht handlungsfähig. Alles okay? Da steht sie ja, aber super. Nichts passiert. Nichts passiert, wieso schreist du? Das ist doch mal ein herzlicher Empfang. So. Diesen hier. Ashley! Der Voldemort verschnitt. Ich denke bei den Kutten an diesen französischen Film, den wir uns angeschaut haben. Du meinst entweder das Purpurnen Flüsse. Oder halt eben Da Vinci Code, da hast du ja auch einen. Ja. Gut, jetzt können wir mal links gehen, eigentlich.
schon was da ist. Wahrscheinlich nichts, weil wir da nicht weiterkommen. Können die uns nicht das Tor aufsprengen? Mist, verschlossen! Wir müssen uns was anderes überlegen. Lauf! Okay, die drei Fuß sind von da. Na. Na komm. Aber wir machen es noch einmal, das ist. Hast du ja nichts, nur weil der einmal sich entwickelt hat. Ashley, du bist ein bisschen im Weg gerade. Scheiße. Arschloch. Da ist es die Medaille, weil die hast noch nicht runtergeschossen. Achso, da war doch nix. Kommen wir da durch? Keine Chance. Nö. Sorry, aber die Tür schaut aus, als ob du sie niedertreten könntest. Hm? Die Tür schaut eigentlich aus, als ob du sie niedertreten könntest. Ja. Gut, nochmal zurück. Das heißt, wir müssen auf die andere Seite. Ich warte da warst du noch nicht, oder? Dort. Eben, ja, aber genau. Ich warte nur drauf, bis die geschossen haben. Ach so. Hallo, Feuer. Natürlich. Du hast extra vorhin gewartet gehabt. Weiter. Da ist was Gelbes, das sagt doch normalerweise was aus. Okay, es sind zwei verschiedene, die da auf uns feuern. So, könntest du vielleicht hier warten? Sehe da nichts. Der fetzt da vorne. Jetzt müsste ich jetzt aber treffen, oder? Dankeschön. Wo ist der andere? Das kommt von da hinten. Nee. Oh, da liegt was. Auf! Am ersten gefahren. Mal warst du noch ein Gentleman und hast sie aufgefallen. Ashley? Siehst du, apropos, hier müsst ihr irgendwo ganz am Anfang. Na, da war ein Schatz irgendwo da oben. Backtracking wird es wahrscheinlich nicht mehr geben. Klappen. Ja, eine Kanone. Okay. Ah, damit machen wir die Tür auf. Interesting. Jetzt müsste man nur noch die Mechanik irgendwo finden. Ja, da ist eine Tür. Ja, ne, was. Wie man die alte Kanone benutzt. Wahrscheinlich gleich daneben. Der kann mich hier wieder treffen. Ah, das sind die, die du wieder geschossen gehabt hast. Blöd. Ernsthaft. Oh. Aber wir sind's nicht. Egal. Ich schau mal, wie gut ich da cheaten kann, quasi.
zu dem Typen sehe ich wirklich nicht. Also, ah, da. Dankeschön. Das eine, glaube ich, ist noch da. Oh. Ich bin bei dir. Hättest du eigentlich beim zweiten Schuss schon? Nee, ich glaube, der erste wäre es gewesen. Der zweite war falsch. Also, der zweite, da habe ich wirklich daneben geschossen. Die kommen wahrscheinlich gleich durch die Tür. Ja, ich sehe es. So, da hinten waren zwei Emo-Tapes noch. Ich überleg mal gerade. Und da hinten ist eine Kiste, die habe ich noch gar nicht gesehen. Danke. Keine Schlange drin, was soll denn das? Na geh! Passt. Nee, das ist die, wo wir zuerst durchgekommen sind, gell? Ja. Jetzt sind wir da wieder. Okay, da ist jetzt die Kanone oben. Ja, die müssen wir jetzt schieben wahrscheinlich. Das ist aber nett, dass wir es so halbwegs einfach gemacht haben. Das war's! Los! Aber kein Eierkopf. Noch wer? Das Wichtigste, dann es nicht ausstoffen, also nicht ausstoffen, schützen. Hey, was bloß? Achso, nein, das ist der Auftrag. Für die blauen Sachen und es müssten aber noch welche herumhängen. Da ist auf jeden Fall gerade eine Laterne gewesen. Mhm. Pappnasen haben die ganze Burg mit blauen Medaillons behängt. Ein verdammter schöner Blau. So. Also, Laternen, Laternen, Laternen. Eins, zwei, drei. Also wieder zurück. Wieso? Ich dachte, die sind da, wo wir jetzt lang gehen. Na. Ah, okay. Da. Also, da. Eine war dort. Zwei waren links, eine war rechts. Da. Treffer! Nee, ich heiße Leon. Nicht Treffer. Eine da, eine da. Ah, da unten. Hammer! Nein, der Klassiker wäre da oben. Wenn es da oben drauf war, aber da ist, soll es nicht sein. Vielleicht über dem Ding da drinnen. Ich meine, da war ja eigentlich eine, oder? Ja, ja, die war hier. Genau. Na, dann wird die unten sein. Was? Achso, ich habe glaube da unten schon wieder Kapuzen eine. Von da wahrscheinlich da. So. Das haben wir, das haben wir.
Die mir jetzt nur noch frage, ist, das kommen wir nochmal. Ah, okay, da war der Schatz, den haben wir jetzt so schon. Ah, das war in der Schatztruhe, das wird's gewesen sein. Also im Grunde genommen, wir können einfach jetzt weiter. Das heißt, im Grunde genommen, wir können jetzt einfach weiter. Genau. Okay. Jetzt können wir da durch. Da ist, glaube ich, vorne noch eine Kiste, aber ansonsten haben wir es. Ja, da vorne die Sachen noch und dann können wir rein. Auf jeden Fall der Fälle. Es ist noch, sehr gut, das ist auch noch. Da ist ein Hänger. Die Statuen hängen ein bisschen rum, hä? Vampirisch. Sieh dir das an. Ich meine, es ist alt, aber. Aber? Aber was? Aber was? Der hat es gegeben, der Vase. Ich hasse Antike. Ein Auftrag ist vom Tisch, was? Gute Arbeit, Partner. Ruff. Einsame Spitze, Fremder. Wofür kann ich dich begeistern? Komm jeder wieder. Den einen Schatz hätten wir zum Verkaufen. Wir haben 16, wir brauchen 17 für Magnum-Munition. Wir haben ein grünes Kraut, aber sonst nichts. Und wie gesagt, hier, gut, das Auge können wir noch immer verkaufen, die Dinger können wir verkaufen. Ja, da könnte man die blauen einsetzen oder wir warten es noch ab. Also Auge und Spinelle würde ich mal verkaufen und die... Mit dem würde ich noch warten, mit dem einsetzen, wenn du noch einen Schatz kriegst, wo du dann wieder zu dreifärbig was machen kannst. Nein, nein, das hat ja nur zwei. Ja, ich meine ja, wenn du eins kriegst, wo du dreifärbig was machen könntest und dann hast du es nicht zur Auswahl, das wäre schade. Gut, dann brauche ich das Ding aber jetzt auch nicht verkaufen, weil wie gesagt, das nimmt ja nichts weg. Okay. Oje. 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 Kann ja wieder nur ein Arealkampf sein. Herzlich willkommen, Lord Settler, in meinem Schloss. Gay! Welch eine Ehre, Sie endlich kennenzulernen. Ich glaube, das ist jetzt... Mr. Kennedy. Wer zur Hölle glaube ich, soll bist jetzt du? Sein. Ich? Oh, bitte, das ist die Marionette. Nehmen Sie mich, Ramon. Lassen Sie mich gleich zum Punkt kommen. Ich möchte, dass Sie mir das Mädchen übergeben. Jetzt. Tja, soll mich aufs Mädchen übergeben? Aber ihr geht's gut. Bei mir. Mr. Kennedy. Mr. Kennedy. Wie nobel. Sie werden jedoch verstehen, dass wir das Mädchen brauchen. Mit ihr als Quelle werden die Vereinigten Staaten und dann die Welt von seiner Gnade erfüllt werden. Okay, Napoleon-Komplex, so der Wille meines Gebieters, des heiligen Lord Sadler. Also, Sie werden gehorchen. Ja? Niemals! Du hast sie gehört. Wie bedauerlich. Sorg dafür, dass sich unser Gast wohlfühlt. Erfüllt seinen Wunsch nach dem Tod. Okay. Leon? Sensen, Leute. Ah, okay. Down, bitch. Oh, Señor. Somos tu ganado. Oh, Señor. Sadler.
Geht's dir gut? Ja, jo. Sicher. Also da hat sich der Sprengsatz bezahlt gemacht. Ja, eh. Das war auch die eine Szene, was ich damals gesehen habe, von wegen, wo ich dann gesagt habe, hey, ja, ist eine coole Waffe und für sowas zahlt sie sich megamäßig aus. Geht nicht auf. Warum nicht? Vielleicht gibt es da was, wo du mit ihr gemeinsam, also was sie dir öffnen kann. Oben. Ah, okay. Alter, das gibt's. Da auch? Nee, da nicht. Nö. Mein Ding ist nicht eckig, das krieg ich nicht rein. Ich zähl auf dich. 1, 2, 3, 4, 5. Ist offen! Danke. Da geht's weiter. Würde ich mal annehmen, weil hier wird zu sein. Da, bleib stehen, Alter! Gelbes Kraut. Auf der Seite gibt's da was zum Klettern. Zum genau, da ist noch so eine Truhe. Ja, dann kommen wir von unten irgendwie rauf. Ja. Ich nur noch kurz schauen, ob da was ist, aber ich glaube, wir haben es jetzt da. Und wir können auch schauen, ob da irgendwo was hängt. Okay, verschlossenes Ding. Schatz. Vertiefung. Ja, okay. Also. Okay. Ja. I saw that. Ja, ne. Deswegen sagt er, komm. Ja, kein Problem. Ich komme einfach. Okay. Die ist neu. Ein Parfüm. Das Parfüm wahrscheinlich, gell? Smashy. Kannst du denn nach oben schon lachen? Okay. Sorry, das war einfach nur, ich sehe dieses Ding. Ich glaube, das sind diese Ketten wieder an der nee. Decke oben. Ashley, bleib drin. Nein, das geht nicht. Das ist vorher auch schon nicht gegangen, wenn du mithüpfst. Ashley. Ja, das hat sich für mich zuerst nach so einer Lampe angehört, aber das sind diese Ketten, nehme ich mal an. Kann immer noch eine Lampe sein, aber. Also. Ich glaube, ich würde da mal reinschauen wollen, obwohl es schon sehr gefährlich aus. Messer? Ich habe jetzt die ganze Zeit auf X gedrückt, dass er einen Roundhouse-Kick macht. Oh, da, hörst du es? Ja. Du bist gut. Ich hätte es für Wasser gehalten. Dafür, dass ich normalerweise bärisch bin wie nix, bin ich jetzt echt stolz auf mich. Oh, nee. Da hängt wer. Ja, da hängen ein paar. Da hängt auch einer. Das hört sich eh an, als wenn es von da kommt, weil da drüben ist zu. Gut, die könnten jederzeit erwachen, das ist auch nicht. Wow.
Notiz des Hausmeisters. Ich bin erneut mitten in der Nacht aufgewacht. Wieder waren es diese schrecklichen Geräusche aus dem Keller. Die Nägel, die an den Wänden scharren, die von schmerzerfülltem Stöhnen begleiteten Flüche. Dieser Mann wäre mit seinem Hass in der Lage, die ganze Welt in den Abgrund zu reißen. Früher einmal diente er dem Burgherrn als Folterknecht, wie schon sein Vater und Großvater vor ihm. Es ist eines der weniger ansehnlichen Vermächtnisse der Familie Salazar. Selbst innerhalb seiner Familie war er besonders. Er genoss seine Tätigkeit mit ganzem Herzen. Und er hatte, was es dazu brauchte, das Talent, andere zu foltern. Seine Fähigkeit weckte schnell das Interesse des Burgherrn. Und als er ihn ins Verlies brachte... Nein, ich kann nicht weiterschreiben. Das werde ich nicht. Ich will mir nicht in Erinnerung rufen, was dort unten geschah. Mein Geist kann es nicht. Es würde mich brechen. Ich wurde angewiesen, mich um ihn zu kümmern. Ich fütterte ihn und kümmerte mich um die Exkremente, die anfielen. Abend für Abend habe ich diese elende Stimme ertragen. Ich kann nicht mehr. Ich habe genug. Ich werde keine Nacht länger in dieser Burg erdulden. Morgen werde ich ihr den Rücken kehren. An einen Ort gehen, der weit genug weg ist, dass diese Stimme meine Ohren nicht erreicht. Das ist im Grunde genommen genau dieselbe Geschichte, die wir beim Resident Evil Village gefunden haben von dem von der Markt. Mhm. Morgen werde ich für eine Gehaltserhöhung nachfragen. Letzter Eintrag. So, was für ein Schrecken wartet hier auf uns. Oh, eine eiserne Jungfrau. Was war das? Die halten hier unten doch keine Tiere, oder? Schrotflintenmunition, sehr schön. Okay, das ist was. Das ist alles sehr kurz. Der bewegt sich aber nicht. Ich kann mir vorstellen, dass der gleich gefressen wird. Ja, irgendwie so. Hamemukisla? Was? Hamemukisla. Was? Kislalo. Kannst du nicht lesen. Verliesschlüssel. Ha muerto la luz. Ha muerto. Also muerto ist nicht tot. Oder die Toten. Keine Ahnung. Pum. Nice, Hellraiser. Der wird nicht lange an dem an den Ketten liegen. Er ist blind, also wieder nach Geräusch gehen. Ich probier's einmal mit. Was ist gleich hinter dir? Das wird wieder so eine Geschichte sein, ich muss von hinten treffen. Mhm. Das Problem ist, damit du weiterkommst, müsstest du die Kurbel betätigen dort und die wird Lärm machen. Oh, ich hab nichts mehr in der Richtung. Haha. Okay,
Okay, ich lebe noch. Wie lange, weiß ich nicht, aber... ich hab glaubt, ich... Das hab ich jetzt nicht ganz verstanden, was du jetzt gerade gemacht hast. Er hat Bingo gesagt. Jetzt habe ich glaubt, entweder stirbt er oder er hat jetzt da freigelegt, dass ich ihm den Todesstoß geben kann. Okay. Deswegen habe ich mich umgedreht und wollte hingehen. Weil er hat jetzt einfach nur wild um sich geschlagen. Das, also war das Bingo von wegen... Ich, also hinten, dass wir ihn zusammenfetzen müssen, das ist mir schon klar. Ich habe auch noch eine Granate, ist mir auch noch klar. Ich meine, die Blendgranate funktioniert. Die würde ich jetzt gar nicht für den verbrauchen, die Granate. So wie du es gemacht hast, war es eh gut. Einfach warten, bis er dir den Rücken zudreht und dann... Hui. Ist nur das einzige wegen der Waffe. Die Schrotflinte ist super. Wieso pickt man die auf einmal drauf? Das verstehe ich nicht. Ich kann nichts irgendwo hinwerfen, was? Das ist das nächste. Aber von. Naja, doch, die ist noch am. Fuck. Steckt er fest oder nicht? Nein, jetzt sind wir noch. Fuck. Die Musik ist echt arg. Also es erinnert wirklich an so einen Horrorfilm. Okay. Ja, lustig. Guter Gegner, also beim interessant. Ja, beim ersten Mal und beim zweiten Mal, ja, schwierig, aber machbar. Aber gut, ich habe in Leon seinen Kommentar voll missinterpretiert, weil ich mir gedacht habe, okay, der ist jetzt hier, oder so wie bei jedem kommt jetzt da kurz dieses X, ja, schnell Nahkampfangriff und gib ihm den Rest. So, da hinten war, glaube ich, noch Munition. Ja. Hat sie ein bisschen auch was Saw-mäßiges irgendwie an sich gehabt. Ich würde auf jeden Fall nochmal nach hinten gehen wollen, wenn er sich losgerissen hat. Vielleicht liegt jetzt dort was noch. Das, ja, warum nicht? Die schöne Umgebung genießen. Schade ich. Sie hätten zumindest so einen kleinen Schlüssel oder was hinlegen können. Ja, irgendwas in der Richtung wäre nett gewesen. Ja, das ist gar nichts. Was sagt die Karte? Nix. Schade. Nichts. Da ist kein Ü und kein Sch. Das heißt nichts. Muss ich ehrlich sagen, ich genieße es auch, dass wir mal wieder ohne Ashley unterwegs sind. Wobei die Ashley jetzt in der Episode mich nicht so gestört hat. Na, es war auch, wie gesagt, ich habe auch nichts dagegen. Also, wenn du ein bisschen Zeit hast, sie zu retten mit dem, was die hochheben, langsam weggehen, kein Problem.
so wie es die kaputten Ich finde ihre Kommentare teilweise total nett. Also ist jetzt nicht so, dass sie mich der Charakter an und für sich stört. Es ist einfach nur nett, wenn man nicht dauernd auf sie achten müssen. Da hängt noch jemand. Ja. Du bist's nur. Was war da unten los? Frag nicht. Nichts. Aber mit den Tieren lagst du gar nicht so falsch. Was ist das? Die Bundeslade sicher? Ganz sicher. Die hustet aber jetzt ordentlich schon. Alles gut? Ja, geht schon. Im Moment jedenfalls. Da höre ich jetzt wieder Napoleon. Mhm. Alle werden wir wahrscheinlich eh nicht schaffen. Ich glaube auch nicht. Aber wie gesagt, probieren kann man sie auch mal. So, da können wir ja ein grünes und ein gelbes und ein rotes miteinander mischen. Wuhu. 16, ja, das ist ja wurscht. Was ist da nächstes? Ah, das ist ich hätte jetzt ehrlich gesagt nichts gegen... Sieh dir das an. Gegen ein Speicherort. Ein Speicherort. Ja, das hat was zum Bedeuten. Der Ritter... Da wird zum Ritter gemacht, da kämpft und da ist er im Grab. Also eigentlich müsste es sein, er wird... Naja, das ist schwierig. Mal schauen, ob das überhaupt ein Rätsel ist, aber es stinkt nach einem Rätsel. Sorry, dass ich das so sag. Wir haben geläutet. Jetzt müsste uns geöffnet werden, oder was? Hallo? Okay, haben wir schon wieder irgendwelche Dinge, die wir reingeben? Ashley? Ich wette, diese Gongs ertönen, wenn du drauf schießt. Was? Das heißt, in der richtigen Reihenfolge drauf? Da ist der Hirsch. Da ist die Schlange. Na, da ist die Schlange. Das ist doch dieser Fisch, oder? Ja, das ist nicht das, was du brauchst. Ah, da ist... Also, Ding... Bravo, Ashley. Goldschwert. Verrostetes Schwert. Kein Schwert. Eisenschwert. Da fehlt aber eins. Und danach gehört es wahrscheinlich in die richtige Reihenfolge. Ah, da liegt ein Schwert. Hast du was zu sagen? Was passiert ist, wenn wir das Schwert nehmen? Wozu soll das gut sein? Ist nur eine Replik. Viel kann man damit nicht anstellen. Ein blutverschmiertes Schwert, das heißt, das gehört in den Kampf. Wahrscheinlich darin. Okay, aber da Eisenschwert, das Eisenschwert, das gehört rausgenommen, weil das ganz hinten gehört das Verrostete genau, rein. Genau. Verrostet, goldenes Schwert, da gehört... Da gehört das Eisenschwert rein, normalerweise. Wer fängt mit einem Eisenschwert an? Da hat er das goldene Schwert. Wer wird zum Ritter geschlagen? Wenn er stirbt, gibt es das Rostige. Die Bilder mit dem Ritter. Halte ich mir das ein oder erzählen die eine Geschichte? Zu spät, Ashley, zu spät. Danke, aber danke fürs Mitspielen. Okay, ich glaube, das soll der Caesar sein. Den du gerade erschossen hast.
Aber ich konnte ihn nicht erschießen, weil er gehört erstochen von hinten. Vielleicht ist das im Spiel nicht integriert. Geh hin und tu mal mit dem Messer. Der Linken wird von hinten erstochen jetzt seit neuestem, ne? Gut regelt. Schon lang her. Arzt des Vipern. Very deadly. You go first. Smashy, smashy. Schatz. Geh hin und ersticht den Cäsar. Ich will das jetzt wissen. Nicht von vorn. Ich komme ja nicht von hinten hin. Ich glaube auch nicht, dass das der Cäsar ist, ehrlich gesagt. Ja, nee, schaut mehr nach was Französischem oder so aus oder nach was Russischem. Pau. Okay, da haben wir schon wieder was. Da ist ein Fisch. Da hinten auch. Haben wir auch wieder was. Pferd. Na, Fisch Warte, und Schlange. Ist das nicht derselbe Raum wie zuvor? Das ist der Fisch. Wohl bloß im Kreis gegangen. Da muss da hinten das die Schlange sein, ne? Warte, ich schau nur kurz. Oh je. Da müssen wir auf die Dinger rüberhupfen. Da ist die Schlange, oder? Na, das ist der Hirsch. Und da ist der Händler. Juhu. Ah, da können wir sogar wirklich hin. Da ist nix. Naja, gehen wir runter, oder? Ja, gehen wir mal runter. Da haben wir die zum Speichern. Ich denke, für heute reicht das ehrlich gesagt schon. Eh, ich will ja... Ist auch mein Ding. Hm. Ich würde nur gerne noch wissen, wie wir dort reinkommen. Naja, von der anderen Seite. Ah, von da oben. Okay, kenne ich aus. Wo war jetzt der Händler? Ja, hinter dir. Warum denn auf der Rückseite? Ja, wollte ich auch wissen. Ah, da ist er. Hallo, Fremder. Gut, dann können wir noch Dass kurz... Dass der uns immer noch fremd nennt. Das kennen wir uns doch schon so gut. Stranger. Genau. Naja, wegen einem Englischen, weil er seinen Namen nicht kennt, deswegen Stranger, ne? Strangers in the Night. 5000 plus 2x3 waren 11. Das ist 2x4, glaube ich, und das war 5. Den würde ich mal ehrlich gesagt aufheben, aber. Ja, ich würde. Ja, ein davon und ein davon. Genau, weil dann hast du immer noch von jeder Farbe einen da. Mhm. Willkommen! Ich habe nur die feinste Ware im Angebot, Frau. Frosche hergeben. Ich kaufe fast alles. Tada! Danke! Ja, die Viper können wir auch verkaufen. Weil eine Freude, mit dir Geschäfte zu machen. Und kannst aber noch schön tunen. Eine gut eingestellte Waffe kompensiert. Langsam verstehen wir deinen Geschmack, Fremder. Naja, aber es gäbe ja noch Waffen zum Kaufen. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Also die würde ich sogar vielleicht einmal kaufen. Du hast ein Auge für sowas. Bei Waffen geht es nicht nur ums Schießen. Es geht auch ums Nachladen. Du weißt sicher, wovon ich rede. Ich dachte eher an die Durchschlagskraft, aber okay. Deine Waffen sind in guten Händen. Probier mal, wie sich das anfühlt. Feuerrate und Nachladegeschwindigkeit. Jemand wie du sollte den Unterschied sofort bemerken. Ja, bei Magazingröße ist jetzt nicht so... Ist nicht so wichtig bei der Magnum wie die Feuerrate Langsam zum Beispiel. Langsam verstehen wir deinen Geschmack, Fremder. Für diese Arbeit braucht es Fingerspitzengefühl. Geht's ja noch. Sie sind fast auf Müll. Aber na da, stirb mir da drauf. Willkommen. Nur kurz nachschauen, ob da noch was ist. Na. Ich würde auf die Spezialabbrüche sogar ein bisschen. Wo wir unsere Ware hin. Ja. Gut, die gebe ich mal rein.
aus. Da haben wir nichts mehr. Die ist voll. Die ist nicht voll. So. Jo, dann soll es das gewesen sein mit Teil 8 von, schauen wir mal, Resident Evil 4 für die PS4, zumindest in unserem Fall, das Remake. Sorry für die Scheißhusterei von meiner Seite aus, aber ich kann es leider nicht ändern. Es hat mir gefallen. Es war, wie gesagt, am Anfang des mit Rasputin ist mir ein bisschen wieder wohin gegangen. Es war wirklich nur am Anfang. Dass ich zwei Anläufe für den Blinden da braucht habe, ja, okay, ist aber eigentlich auch normal bei Resident Evil. Fast keinen Endgegner schaffst du beim ersten Mal und selbst wenn, denkst du dann, hätte sie mit weniger Munition schaffen können, deswegen tust du dann, also das ist meine Vorgehensweise, deswegen tust du dann laden und machst es nochmal. Mhm. Ich war überrascht halt eben über die Thronsaal-Sequenz. Also hätte ich keine Sprengwaffe gehabt, wäre es sicher scheiße gewesen, weil dann müsstest du schauen, dass du um sie herum gehst. Aber das fand ich richtig cool, eben einmal aufspringen und dann mit der Schrotflinte weg waren und das war eigentlich relativ einfach, aber finde ich auch irgendwie cool, weil wir haben die Waffen, warum soll es nicht möglich sein? Ne? Genau. Und das mit die Katapulte gerade dort wäre es ratsam gewesen, da hätte ich das Scharfschützengewehr braucht, dann hätte ich es früher ausschalten können und war auch eigentlich, ich fand es teilweise lustig, dass ich da mehrfach das machen habe müssen, überhaupt, wo ich die Ashley in Shell geschossen habe. Rachel. Ja, Rachel. Ja, deswegen die Tochter des Präsidenten, deswegen habe ich immer Rachel im Kopf oder Rachel. Na, also von dem her, es hat mir gefallen und was mir wirklich auffällt, was ich sehr gut finde, ist wie der Händler und die Speicherdinger, in welchen Abständen die sind. Hier und da kommt es vor, als wenn die zu knapp beieinander sind, also als wenn du denkst, hey, vor 5 Minuten habe ich den Händler getroffen, was soll das? Aber jetzt gerade in den Abschnitten ist mir irgendwie aufgefallen, der ist genau an der richtigen Adresse. Wir sagen von wegen, jetzt hört man gerne einen Speicherpunkt und du gehst um die nächste Ecke und der Händler ist da, also es ist wirklich von dem her gut gelegen. Danke, Händler. Danke. Hast du noch was? Mir hat es sehr gut gefallen. Auch der Kampf gegen den Rasputin fand ich lustig. Ich muss sagen, dass ich mich einfach wohler fühle in der Burg. Ab dem Moment, ab dem wir die Burg betreten haben, habe ich mir gedacht, okay, die Spielumgebung, die taugt mir einfach mehr. Mhm. Mir ist das Dorf und das Ganze drumherum ein bisschen schon vom Ding her nicht fad geworden, aber ich freue mich über den Szeneriewechsel und ich mag einfach diese alten Burgverliese, wie sie das gestaltet haben, taugt mir jetzt schon sehr. Mhm. Ja, bin gespannt, wie es weitergeht und freue mich, wenn wir das nächste Mal dann wieder weitermachen. Und der Rasputin wäre so ein Kandidat gewesen für einen Raketenwerfer eigentlich. Mhm, stimmt. Gut, dann soll es das gewesen sein für heute, für Teil 8. Wir hoffen mal, euch hat es Spaß gemacht, uns zuzuschauen bei dem Ganzen und wir wünschen euch natürlich wie immer einen schönen Tag bzw. einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr diese Folge sehen solltet. Und wer weiß, vielleicht sehen wir uns ja das nächste Mal wieder. Mensch, bleiben wir. Tschüss und Papa.